Hast du dir schon mal ein Kondom mit der Nase aufgepustet? Nee. Du musst die Brille ausziehen. Hände rein. Am besten ziehst du es dir über eine Hand. Ja, das Silikongleitgel drauf. Hinten. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Ja. 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 Meine Kernerkenntnis gestern, ne? Sicherheit beim Verkehr braucht man online und offline. So, jetzt habe ich hier den Experten sitzen. Nicht aufreißen! Kondome werden aufgebumst. Dann kann man anfangen zu poppen, weißt du? Gut, hast du einen Profi dabei. Also deswegen bin ich ja hier. Wer ist bei euch Sicherheitsbeauftragter? Waldemar und ich. Stell dir mal vor, ne? Einhorn ist ja auch eine sehr hippe, junge Firma, deswegen habt ihr ja Google laufen. Jetzt hast du Google Mail, also quasi das so nachhaltig beste Kondom. Also jetzt hast du Google Mail, ja. Okay. Und hast aber die Einstellung nicht richtig. Was so passieren kann, ist, dass Leute sich in den Account nicht reinhacken können, aber zum Beispiel so tun können, als wenn sie du sind. Nee. Man kann sich auch vorstellen, bei euch ist der Account momentan, ich habe den vorher mal geprüft, eher so. Das hat Waldemar gemacht. Wer ist bei euch Sicherheitsbeauftragter? Waldemar und ich. Tech Open E. Jetzt hast du eine Mail, halt mal die Kamera, für dir selber bekommen. Eine Mail von mir selber. Philipp Siefer, ist das ein Einhorn? Krass. Das ist auch mit mir verknüpft. In meinem. Ist ja krass. Guck mal, der Penis, der hat den Account. Und deswegen sind wir auch in der quasi Sicherheit unterwegs. Und wie funktioniert das? Die Leute denken so, sie richten sich Google ein, dann läuft alles super. Mhm. Und vergessen dabei aber ein paar Sachen richtig zu machen. Zum Beispiel, dass man keine Löcher in Kondome pixeln wollte. Nee, das ist falsch. Also kann ich auch an jedem davon abraten. Nicht so gut. Und das passiert tatsächlich häufig, dass dann die Domain-Einstellungen nicht richtig sind. So werden Accounts dann geknackt. Und das ist die Idee, das eben einmal richtig aufzustellen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass es dann sicher läuft. Ja. Benutzt Kondome mit eurem Google-Account, das ist gefährlich. Ich will jetzt immer ein Kondom anziehen, bevor ich google. Ich nehme mal sicherheitshalber auch welche. Ja, ne, pack dir welche ein, bitte. Pack dir welche ein. Hier, weißt du, hier in dem Laden greifst du immer irgendwem an die Klöten gerade. Das ist auch ein Bier.